Also, Review of CO2 Reduction Promises and Visions for 2020 in Aviation. Nach einer Motivation werde ich verschiedene Visionen aufzeigen, die wir kennen und die was mit dem Jahr 2020 zu tun haben. ACARE, IATA, ATAC. Dann vergleichen wir das mal und schauen dann nochmal auf ICAO, was jetzt erst startet, aber auch mit 2020 da den Anfang machen soll. Die Motivation. Wenn ich an meine Airbus-Zeit zurückdenke, dann war da der Hauptabteilungsleiter, der sagte, wenn ich es auf Englisch jetzt hier mache, do not tell me today what you will have achieved in so and so many years. Instead, tell me what you told X years ago and how much of that you achieved today. Das ist genau das, was man auf die Vision anwenden kann hier. Oder nochmal anders, Fly Global, Wizard Chief Josef Varadi, mit Bezug auf ein Visionsziel 2050, sagt, we are all going to be dead by that time. Das heißt, wenn irgendeiner heute verspricht, was in 2050 sein wird, und zwar jemand, der jetzt mit beiden Beinen in der Industrie steht, dann wird er das nicht mehr erleben. Und die Frage ist, was diese ganzen Aussagen dann wert sind. Eine weitere Sache der Motivation ist hier, dass ich schon eine Halbzeit der Vision 2020 mitgemacht habe und damals beim Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress Herr Zodruch über die Erreichung der Ziele der Vision 2020 zur Halbzeit berichtet hatte. Da dachte ich mir, dann nehme ich das auf und dann schaue ich mal, was jetzt dabei rausgekommen ist am Ende. Also, wir haben für das Jahr 2020 einige Ereignisse. Erstaunlich ist, dass diese Ereignisse irgendwie sang- und klanglos vorbeigehen und nicht gefeiert werden. Da haben wir einmal bei ACARE die Vision 2020, die sagt, a 50% cut in fuel consumption in the new aircraft of 2020 compared to an aircraft of technology in the year 2000. Und IATA formulierte das Carbon Neutral Growth Ziel von 2020 angefangen, ATAC genauso. Und Corsair, was jetzt startet, sagt, the basis for Carbon Neutral Growth from 2020 onwards soll mit Corsair erreicht werden. Schauen wir auf die Vision 2020, die mir besonders am Herzen liegt. Es gibt dort eine Seite im Internet bei ACARE, die das Dokument auch noch zeigt, aber erstaunlicherweise gibt es keinen Link bei ACARE vom Inhaltsverzeichnis auf diese Seite. Die Seite ist versteckt. Google findet sie trotzdem. Und für den Fall, dass ACARE die Vision 2020 vielleicht vom Netz nehmen will, ich habe es auch archiviert. Die Links sind angegeben. Da steht ja eine ganze Menge drin. Ich gehe hier nur auf die Sachen ein, die sich auf Lärm und Emissionen beziehen. Und da haben wir in dieser Vision 2020 die berühmten 50% Cut in CO2, was dann auch natürlich bedeutet 50% Cut in Fuel Consumption. Weiterhin 80% Cut in Nitrogen Oxides. Und dieses Dokument kann man ansteuern. Es ist, wie gesagt, auch versteckt. Das liegt daran, dass man von der Vision 2020 schon im Jahre 2011 übergegangen ist auf den Flight Path 2050. Und da macht es sich dann wohl nicht so sehr schön, wenn die Vision 2020 da auch noch steht, weil man kann ja nicht irgendwie alle Ziele gleichzeitig verfolgen. Hier gibt es ein bisschen zu der Geschichte. Der Commissioner Philippe Busquin hatte verschiedene hochrangige Leute eingeladen. Die haben dann die Vision 2020 geschrieben. Aber nachdem man im Jahre 2011 dann die Success Stories verfasst hat, kam man dann auf die Idee, wie hier steht, Boundary Conditions Change, was immer das heißen mag, dass man die Vision 2020 in die Mülltonne schmeißt und stattdessen was Neues macht in Horizon 2050. Und ich schreibe hier drunter, if time of fulfillment comes near, you better publish more demanding new goals and forget about the old ones. Denn
Wenn wir die Vision 2020 ernst genommen hätten bis zum Ende, dann müssten wir ja jetzt die Endziele abgleichen mit dem, was erreicht wurde. Wenn wir aber beim Flight Path 2050 sind, dann haben wir jetzt noch 30 Jahre Zeit, in denen sich alle Leute zurücklehnen können, in Ruhestand gehen können und dann getrost abwarten, was kommen wird. Flight Path 2050 hat eben ambitioniertere Ziele, nicht nur 50% runter, sondern CO2 reduced by 75% jetzt und ein paar andere Sachen. Wenn man sich das mal anschaut, dann werden hier in einem Dokument von der IATA zum Beispiel aufgezeigt, wie der Kraftstoffverbrauch sich abgesenkt hat durch eifrige Technologie über die Jahrzehnte. Und mit dem ACARE-Ziel ist man dann 2020 noch etwas unter der statistischen Linie hier. Vergessen wird immer, dass wir schon sehr sparsame Flugzeuge hatten, nämlich die mit Kolbenmotoren, wie hier die Super Constellation, die schon viel früher einen sehr niedrigen Kraftstoff verbraucht hatten. Es geht eben immer um das Geld und die Wartungskosten des Triebwerks der Jets waren eben erheblich geringer als die von den Kolbentriebwerken. So. Ich habe mal bei einigen Leuten von der Group of Personalities, also die die Vision 2020 geschrieben und unterschrieben haben, mal das Alter aufgeschrieben und alle sehr gut im Ruhestand, einige leider schon gestorben. Das Durchschnittsalter von denen, die ich erreichen konnte über das Internet mit Daten dort, ist 77 Jahre, soweit sie noch am Leben sind. Die Frage ist, wer solche Ziele ausgibt, was ja dann auch irgendwie eine ganze Menge Gelder locker gemacht hat, kann man den eigentlich zur Verantwortung ziehen, wenn jetzt irgendwas nicht erfüllt wurde? Und die Antwort ist, die Unterschriften mögen ja schön sein, aber es ist ja keine Unterschrift, die jetzt unter einen legalen Vertrag gemacht wird. Das sieht alles gut aus, aber hat im Grunde genommen keine Bedeutung. Und so muss man die Dokumente dann wohl auch sehen. Zur Halbzeit hat es dann AGAPE gegeben, Acari Goals Progress Evaluation, also ein Projekt, was sich mit der Analyse der Ziele der Vision 2020 beschäftigte, nachdem eben die Zeit halb rum war. Wie das passieren sollte, steht hier. Hier nochmal ein bisschen im Bild. Group of Experts haben sich dort zusammengefunden und haben diskutiert und vielleicht auch ein bisschen Modeling und Simulation gemacht. Nur leider war es so, dass die Ergebnisse von Agape dann confidential waren. Commercial Sensitivity of Data. Und es ist dann nicht so viel nach außen gedrungen. Es gibt dann aber doch eine Präsentation. Man hat aufgezeigt, wie weit man bei der Halbzeit ist, hat dann hochgerechnet, wie weit man noch kommen wird und hat dann immer ein Gap festgestellt, was im Jahre 2020 nach der Vorhersage aus dem Jahre 2010 dann zu erwarten wäre. Und da sieht man eben, dass die Vision 2020 dann nicht erreicht worden ist, wie man damals dachte. Und so hat es sich am Ende, oder so würde es sich am Ende jetzt wohl auch herausstellen. Die Success Stories, die gab es aber trotzdem, die wurden zur gleichen Zeit veröffentlicht. Und der Success, das waren die EU-Gelder, die man nun losgelöst hat aus dem EU-Haushalt. Denn dafür hat man ja einige Versprechungen gemacht, nämlich über diese Ziele, nach dem Motto, wir haben tolle, ambitionierte Ziele und dafür brauchen wir jetzt aber auch Geld, sonst können wir die nicht erreichen. Bei ACARE geht es ja um Forschung. Das geht also darum, den Forschungsstand der Flugzeuge vorwärts zu bringen, ob die dann gebaut werden oder sich in der Weltflotte durchsetzen, ist ja eine ganz andere Frage. Das ist bei ACARE jetzt nicht der Gegenstand. Eine Sache ist mir damals auch immer aufgefallen, wenn man eine Veröffentlichung schreibt, dann braucht man ja eine gewisse Rechtfertigung dafür, warum man das macht.
und muss in der Einleitung mal an irgendwas anknüpfen. Und da waren dann diese formulierten Ziele immer gut. Und so auch ein Paper, an dem ich mitgeschrieben habe, da war so ein Standard drin: In the light of these enormous challenges, the Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, ACARE, in 2001 set up the agenda for the European Aeronautics Ambition, referred to as Vision 2020. In this agenda, the two European top-level goals of meeting society's needs and winning global leadership are addressed through a series of goals such as. So, und so hat man dann eingeleitet, dass da jetzt bestimmte Prozente an Kraftstoffersparnis gefordert werden. Und nun legt man sich hier mit seinem Paper ins Zeug, um mitzuhelfen, dieses Ziel zu erreichen. Ein etwas schaler Nachgeschmack bleibt natürlich im Jahre 2020, wenn man dann sieht, dass das eigentlich dann doch keinen interessiert hat. Gehen wir zur IATA über. Da gab es ein schönes Dokument: A Global Approach to Reducing Aviation Emissions. First Stop, Carbon Neutral Growth from 2020. Das Dokument existiert im Internet der IATA nicht mehr. Ich habe es archiviert, über den Link können Sie es erreichen. Es gibt sonst noch eine andere Stelle im Netz, wo sich das auch mal jemand reingestellt hat oder zur Verfügung gestellt hat. Das Interessante an dem Dokument ist dieses Diagramm, was dann durch die Löschung des Dokumentes auch etwas unter die Räder gekommen ist. Und zwar hat man bei IATA sich mal überlegt, wie denn das Luftfahrtwachstum aussehen wird und wo man gegensteuern kann, um diese Kurve nicht ganz so steil ausfallen zu lassen. Und dann hat man aber festgestellt, dass das Wachstum der Luftfahrt doch so groß ist, dass man hier auch mit allen möglichen Ideen, Fleet Renewal und so weiter, nicht dagegen ankommt und hat gesagt, wir wollen jetzt aber trotzdem das Wachstum in der Luftfahrt, das ökonomische Wachstum entkoppeln von der immer stärker steigenden Umweltwirkung. Und jetzt wird hier ein Schlussstrich gezogen, CO2 Cap. Und das graue Dreieck hier, das sind dann die Offsets und Credits und Market-Based Measures, die dort eingeführt werden, also die Kompensation des CO2, was die Luftfahrt so nicht wegbekommt. Und wenn wir jetzt das Jahr 2020 haben, dann muss man sich fragen, ob denn diese graue Ecke jetzt seit Januar, das Jahr läuft ja schon eine Weile, nun konsequent abgeschnitten wurde. Und die Antwort ist, ja, es gibt Corsia, da kommen wir am Ende noch kurz drauf. Aber wenn man genau guckt, stellt man fest, dass Corsia das nicht schaffen kann. Und es macht sich offensichtlich auch keiner die Mühe, jetzt hier konsequent für den CO2-Cap zu sorgen. Denn warum sollte man das denn auch machen? Das Dokument ist doch schon längst vom Internet gelöscht und es kräht ja kein Hahn mehr danach, ob wir nun einen CO2-Cap haben oder nicht. In dem Dokument, was da nun eben gelöscht ist, wird auch die Vier-Säulen-Strategie beschrieben. Die erste Säule, Pillar One Technology. Da hat man sich dann überlegt, vom Jahr 2009 bis 2020, mit wie viel Prozent Reduktion man hier wohl rechnen könnte, um dann dieses Bild danach dann auch zu zeichnen, was ich eben gezeigt hatte. Jetzt im Nachhinein, wir sind im Jahr 2020, stellen wir dann fest, dass die Ersparnisse dann doch nicht so hoch ausfallen, wie man es im Jahr 2009 dann erhofft hatte. Und das sehen wir eben an einem ganz einfachen Beispiel. Wir haben die A320 1988 als Reference, Entry into Service, A320 Neo, Entry into Service 2016, wie von Airbus angegeben, 15% Kraftstoffersparnis. Also 15% in 28 Jahren, einmal den Dreisatz bemüht, das macht 11% auf 20 Jahre bezogen. Aber Moment mal, man wollte doch in 20 Jahren 50% besser werden und nicht nur 11%. Und wir reden ja hier mit dem, was in dem roten Kasten steht über die A320, nicht über die Durchdringung der Flotte, sondern wir reden hier über Technologie. Ein Flugzeug, A320, was 1988 mit einer bestimmten Technologie zur Verfügung stand,
und ein etwas neueres Flugzeug, was dann 2016 zur Verfügung stand. Also hier kann man an dem Standardbeispiel A320 oder A320neo aufzeigen, dass die Ziele der Vision 2020 bei weitem nicht erreicht werden. Und da brauchen wir auch gar nicht auf Agape zu gucken. Natürlich ist das nicht die Schuld der Forscher. Die haben sich viel Mühe gegeben und waren ja auch froh, dass sie Geld bekommen haben. Aber irgendwie hat das Ganze am Ende dann doch nicht funktioniert. Denn es ist ja kein Selbstzweck, die Forschung, sondern soll ja nun wirklich dem Leben auf der Erde, der Umwelt, den Menschen zugutekommen. Es gab dann auch noch andere Ziele der IATA, durchaus auch bezogen auf das Jahr 2020. Da hatte man gesagt, dass bis zum Jahr 2020 dann in der Flotte 25% Kraftstoffeffizienz gewonnen werden soll. Und man wollte auch ein Zero-Emission-Flugzeug bauen. Das sollte dann aber erst im Jahr 2050 fertig werden. Von dem Ziel, das Flugzeug zu bauen, Zero Emission, ist die IATA dann wieder abgekommen. Also Ziele kommen und gehen. ATAC, Air Transport Action Group, lehnt sich also sehr stark an IATA an. Das sind fast ähnliche Zahlen. Climate Neutral Growth from 2020 an. Und dann, genauso wie IATA, geht es auch weiter, dass man bis zum Jahr 2050 dann den CO2-Ausstoß halbieren möchte. Und auf dem Weg bis 2020 wollte man jedes Jahr um 1,5% besser werden. Auch hier tolle Unterschriften, diesmal sogar noch mit Firmen und Namen und Logo der Firmen dabei. Das sieht noch besser aus. Aber viel hilft das sicherlich auch nicht. Man muss sich bei den Prozenten, die da genannt werden, immer klar machen, das ist ja so wie mit Zinsen auf dem Sparbuch. Das ist der Zinseszinseffekt und das ist also ein exponentielles Wachstum. Und ganz einfach ist es erstmal so, wenn ich 5,1% Verkehrswachstum habe und die Technologie durchgesetzt in der Flotte wird 3,6% besser, dann habe ich immer noch, was den Ausstoß an CO2 und den Kraftstoffverbrauch angeht, eine Zunahme von 1,5%. Und das mal aufgetragen vom Jahre 2000 bis zum Jahre 2050. Und da sieht man, wenn irgendwas im Jahre 2001 war, dann ist es im Jahre 2050 12 geworden. Das ist also das Wachstum des Verkehrs. Und dann etwas bescheidener fällt aus, das Wachstum dann der Umweltwirkung, das geht nur von 1 auf gut 2. Hier habe ich die ganzen Zahlen und Prozente nochmal aufgetragen. Wenn wir die 50% von Akara Vision 2020 haben, dann entspricht das pro Jahr, also mit Zinseszins gerechnet, einer jährlichen Verbesserung um 2,05%. Akara mit dem Flight Path 2050 geht dann vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2050 und ist insgesamt dann etwas weniger mit Ambitionen ausgestattet. Das sind also hier 1,1%. Und so kann man dann die ganzen Ziele, indem man es aufs Jahr runterbricht, dann miteinander vergleichen. Was man also sieht, ich habe es hier auf Englisch geschrieben, Goals are quite diverse. Goals have been withdrawn over the years. Teilweise Akara und IATA. Some goals are not well defined and some goals may not be reached. Hier nochmal eine Diskussion aus dem Jahre 2014 aus Flight International. Da steht 2020 Carbon Neutral Goal insufficient to tackle rising emission. Denn die Manchester Metropolitan University mit dem Center of Aviation, Transport and the Environment hat erklärt, dass das CO2 sich in der Atmosphäre ansammelt und nur sehr wenig wieder ausgewaschen wird. Und darum muss der CO2-Ausstoß reduziert werden. Der jährliche Ausstoß muss reduziert werden und Carbon Neutral, das heißt, wir machen immer gleich viel, wäre da nicht genug.
Da konnte nun die IATA nicht viel mit anfangen. Ich habe das jetzt hier mal verkürzt rausgeschrieben und sagt einfach, the science is so uncertain that we really wouldn't know what to do. Damit war die Sache vom Tisch gebürstet, denn man hatte ja auch noch Diskussionen aus der anderen Ecke, nämlich von den Russen. Die haben ja eher historisch gesehen Flugzeuge, die etwas mehr verbraucht haben. Das hat Flight International hier mit diesem Bild angedeutet. Und schreibt hier, Russia has described the target as not realistic for the international civil aviation sector. Die sagen also irgendwie Carbon Neutral 2020, da wird nichts von. Da sollten wir jetzt schon gleich mal die Finger davon nehmen, bevor wir es im Jahre 2020 machen. Und hier steht es dann auch nochmal, Russia on the other hand does not even want Carbon Neutral Growth. Wahrscheinlich haben dann die IATA-Chefs den russischen Kollegen beiseite genommen in das Hinterzimmer und haben gesagt, Mann, versteh doch nun mal. Wir meinen das doch gar nicht ernst, aber wir müssen das doch sagen. Sonst geht es doch hier nicht weiter. Wir wehren uns dagegen, dass wir die CO2-Ausstöße senken. Aber wir wollen sie wenigstens konstant halten. Weniger können wir nicht fordern. Nun begreift das doch endlich mal und macht mit. So könnte ich mir vorstellen, ist die Unterhaltung dort abgelaufen. Und damit es nochmal ganz deutlich wird, es ist ja ein Prozess der Integration. Wir haben also zwei Fässer. Auf dem einen, wo die Resources drin sind, da steht drauf, do not empty. Und das andere Fass, das ist die Atmosphäre. Und da steht drauf auf dem Fass, do not let spill over. So, lass das Fass hier nicht überlaufen. Und dazwischen ist ein Wasserhahn. Und mit Carbon Neutral Growth oder auch CNG abgekürzt, lässt man den Wasserhahn genauso weit offen, wie er heute ist im Jahr 2020. Aber wie schon die Manchester Metropolitan University gesagt hat, vielleicht ist es Zeit, doch mal darüber nachzudenken, ob man den Wasserhahn etwas zudrehen sollte, wenn man das mit den Warnungen auf den Fässern hier ernst nimmt. Jetzt noch zu Corsia. Das ist ein bisschen abgesetzt, weil es hier ja nicht in dem Sinne um eine Definition eines Zieles geht. Da geht es darum, dass man jetzt kompensieren will. Und es ist recht mühsam, das in der Weltgemeinschaft einzuführen. Es wurde also viele Jahre diskutiert und jetzt kommt man in einen Beobachtungsprozess im Jahre 1919 bis 20, Monitoring for Determination of the Emission Baseline. Dann gibt es 21 bis 23 eine Pilotphase, die ist freiwillig. Im Jahr 24 bis 26 die Phase 1, die ist immer noch freiwillig. Und dann erst im Jahre 27 bis 35 kommt man endlich in die Phase 2 und die ist verpflichtend von wenigen Ausnahmen hier abgesehen. So interessant ist, dass man von da, wo die Diskussionen um Corsia ernster wurden, bis zum Jahre 2027 dann also mindestens 11 Jahre verbraucht hat. Und nachdem man das dann endlich erreicht hat, läuft das Ganze 8 Jahre und dann steht man wieder da und hat nichts. Also, was man hier vielleicht festhalten kann, ist, dass Corsia nicht besonders streng ist und dass man Carbon Neutral Growth damit wohl nicht erzielen wird. Es gibt einige Kritikpunkte an Corsia, die habe ich hier auch der Literatur dann entnommen. Der Prozess ist zu langsam. Der Blick wird verstellt. Man denkt, mit Kompensation kann man es jetzt schaffen. Es geht aber darum, die Emissionen auch in der Luftfahrt wirklich zu reduzieren. Das Ganze wird nicht auf Carbon Neutral Growth hinauslaufen. Man hat keine Obergrenze für die Emissionen festgelegt. Es wird eine hohe Nachfrage an Biokraftstoff geben, was aber schlecht ist, weil es dann von Palmöl gewonnen wird und hat mit weiteren Abholzungen von Wäldern zu tun. Menschenrechte von den Menschen dort in den Wäldern werden nicht berücksichtigt.
Und das Schlimmste ist, dass wenn man den Lebenszyklus sich anguckt, dann verbrauchen die Biokraftstoffe letztlich mehr fossile Kraftstoffe, als wenn man sie direkt genommen hat. Und das liegt daran, dass man ja auch mit irgendwelchen Traktoren in den Wald fahren muss, um dort erstmal die Bäume zu fällen und die Arbeiten vorzunehmen. Das Ganze wird als recht ineffektiv dargestellt. Da gibt es dann auch ein Dokument dazu mit einem netten Bild, Flugzeug über Wald. Die Details spare ich mir hier mal. Jetzt gibt es noch eine Verknüpfung zwischen Corsia und Covid-19. Und zwar ist die ganze Metrik von Corsia nicht so ganz einfach. Es gibt ja die Beobachtungszeiten, Jahr 2019 und das Jahr 2020. Die wollte man gemeinsam nehmen, um dann hier den Annual Sector Growth Factor und andere Sachen danach festzulegen. Und man hatte sich gedacht, okay, die Luftfahrt wächst ja weiter. Wir haben die Zahlen von 2019, dann haben wir die Zahlen als Basis für 2020. Das ist dann nochmal ein bisschen mehr und damit können wir dann ganz gut starten. Aber im Jahre 2020 wegen Corona ist der Luftverkehr eingebrochen und so wären einige Basiszahlen für Corsia dann geringer ausgefallen, als man sich das gedacht hat. Auf der Seite der IATA wurde dann kräftig dagegen Lobbyarbeit gemacht. Man müsste das alles wieder neu rechnen, das Paket wieder aufschnüren. Das hat geklappt bei der ICAO und es wurde festgelegt, 2019 Emissions shall be used for 2020 Emissions. Also nicht die geringen, die sich nun durch Corona ergeben haben, was ja meinetwegen auch okay ist. Zusammenfassung: Ziele, Versprechen und Visionen. Sind genutzt worden, um die Wirtschaftlichkeiten, das wirtschaftliche Umfeld zu verbessern. Oder allgemein gesagt, Ziele, Versprechen und Visionen werden eingesetzt. Das geht bei Kindern schon los. Ich mache das und das und dafür bekomme ich ein Eis, weil man irgendwie hier in diesem Umfeld Geld bekommen möchte oder Zahlungen vermeiden möchte. Oder es geht darum, bei Lobbygruppen eine ungewünschte Gesetzgebung zu vermeiden. Wenn ich solche Ziele aufstelle, dann muss das Ganze natürlich verbreitet werden, insbesondere hin zur Politik. Und da gibt es die Lobbyarbeit, die Medien, aber auch unsere Forschungspublikationen werden letztlich auch benutzt, weil, wie ich an meinem eigenen Beispiel gezeigt habe, ja auch brav reingeschrieben wurde, es gibt diese Vision. Und die ist ganz toll und nun wollen wir mal machen. Man muss überzeugen, dafür braucht man den Support von Very Important Persons, also der Group of Personality, die Unterschriften und Logos zur Verfügung stellen. Und man braucht auch Experten, die technische Details zur Verfügung stellen und sagen, schaut mal, so schlimm ist das gar nicht. Wir haben da ganz viele tolle technische Ideen und dann wird das mit dem Anwachsen der Emissionen schon nicht so schlimm werden. Diese Ziele und Visionen, die sollten einen langen Zeitraum haben. Und zwar deshalb, dass man Diskussionen über die Erfüllung dieser Ziele dann erstmal auf weite Zeit in die Zukunft verschiebt. Und dadurch erreicht, dass diejenigen, die die Ziele aufgestellt haben, dann noch möglichst schon in den Ruhestand eingetreten sind oder vielleicht das Ziel so weit rausgeschoben wurde, dass sie dann schon trotz eines langen Lebens gestorben sind und sich dann auch nicht mehr damit abgeben müssen. Diese Visionen werden gelöscht oder durch andere Visionen ersetzt. Dann, wenn das Datum der Erfüllung näher rückt oder wenn Umstände oder Boundary Conditions, wie es heißt, sich verändert haben. Und damit bin ich am Ende.